Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute gehen wir an die Düngung des 60P Aquascapes. Viel Spaß! Ja, heute starten wir in das Projekt professionelle Düngung des 60P-Büroaquariums. Das Video war ursprünglich ein bisschen anders geplant. Ich merke aber jetzt schon, also ich habe einen Großteil davon schon gedreht, dass das den Rahmen sprengen würde in einem gewissen Format. Also ich bin jetzt aktuell schon knapp bei einer Dreiviertelstunde. Und anhand der YouTube Analytics sehe ich sehr häufig, dass bei euch die Aufmerksamkeitsspanne so nach circa 20 Minuten eher in den Keller geht. Dementsprechend habe ich mich jetzt während des Drehs dazu entschieden, dass wir aus diesem Video einen Zweiteiler machen. Hat vor allen Dingen auch einen Vorteil. Im ersten Teil jetzt ist es praktisch so geplant, wir schneiden einmal die Pflanzen radikal zurück und messen alle essentiellen Werte durch, tragen sie uns auch in der Tabelle ein, dass wir das Step-by-Step vergleichen können. Und im zweiten Teil zeige ich dann praktisch, wie ich das Ganze gedüngt habe und dann auch in einem Rückblick, wie sich über 2, 3 Wochen das Ganze dann mit der hoffentlich erfolgreichen Düngung entwickelt hat. Ja, ich würde sagen, wir ziehen einmal wieder um, beziehungsweise ich gehe mit euch gerade mal in die Vergangenheit, wo ich schon im Büro war, und wir schauen uns an, was wir da gemacht haben. Ja, und so sieht es aktuell aus in dem Büro 60P Aquascape. Man sieht zwar, dass die Hygrophila penedifida einen schönen, ja, ich würde es als Rosaton beschreiben, hat, aber wenn man weiß, wie die gedüngt aussieht und was die wirklich für dunkel, fast schon rosafarbene Farbtöne kriegen kann und auch die Laginandra, die sich hier unten drunter versteckt, denke ich, kann sich hier noch einiges tun. Einige Buscephalandras haben sehr helle Blätter, sprich Mangelerscheinungen. Ja, und dem Ganzen wollen wir mal entgegengehen. Als allererstes würde ich sagen, testen wir mal die ganzen wichtigen Wasserwerte, auch einige Werte, die ich noch nie getestet habe in so einem Becken. Und danach machen wir mal einen schönen Pflanzenrückschnitt. So, und da wären wir auch schon mit meinem neuen, sehr, sehr großen Testkoffer. An der Stelle auch ein dickes, dickes Dankeschön an JBL. Die haben mir einmal den Testkoffer und alle Dünger, die es in den ihrem Düngersortiment gibt, zur Verfügung gestellt, dass ich mich hier mal maximal bei den Becken austoben kann. Schön ist auch bei dem Testkoffer, der hat eine komplette Reihe frei gehabt. Sprich, ich habe ihn mit den kompletten Tests von meinem alten Koffer bestückt, sodass wir hier einmal eine komplette Armee haben an Tests, was wir durchchecken können. Wir werden nicht alles testen, aber die wichtigsten Sachen, die für unsere Düngung wiederum wichtig sind. Ja, ich würde sagen, ich räume einmal die ganzen Tests, die wir machen wollen, hier raus. Lese mir vor allen Dingen bei einigen mal durch, wie sie gemacht werden. Also ich sage mal so Sachen wie zum Beispiel Magnesium, Phosphat, gut Phosphat schon, aber Magnesium zum Beispiel, Kalium, das ist was als Garnelen-Aquarianer oder Standard-Aquarianer, das misst du eigentlich nie. Und da nehme ich mich nicht außen vor, in 17 Jahren Aquaristik, die Tests habe ich noch nie verwendet. Sehe sie zwar immer schön hier bei JPL auf der Skala, auch mit Erklärungen, wie man sie macht, aber getestet habe ich sie noch nicht. So, als allererstes würde ich sagen, fangen wir einmal mit den All-Time-Klassikern an. Wir testen einmal den pH-Wert. Das letzte Mal, dass ich den gemessen habe, ist, boah, wir können mal so sagen, fast 8 Wochen her. Dann testen wir einmal den GH, den KH. Mal gucken, wie sich das mit dem Aufsalzen verhalten hat. Der Leitwert, den habe ich gestern noch gecheckt gehabt, der liegt so ungefähr bei 380 aktuell. Das kann ich dann auch dementsprechend, da möchte ich es halt dann drüber dokumentieren. In dieser, ich hoffe, das reflektiert nicht so sehr, schönen Tabelle. Tragen wir das dann praktisch Woche für Woche ein. So, dann gehen wir einmal hier unten auf Leitwert. Da sind wir aktuell bei 380. Dann setzen wir einmal den pH-Test an. Der braucht ja ein paar Minütchen. Währenddessen können wir GH und KH testen. So, nur gucken, welche Flasche offen war. Die hier. Wichtig, bei allen Flüssigtestmitteln vorher immer gut schütteln. Dann nehmen wir einmal unsere Tabelle hier. Bei dem meine ich zu wissen, dass es 4 Tropfen waren. Ich glaube 4. Gucken wir mal. Ja, Tatsache 4 Tropfen. So, 1, 2, 3, 4. Die schwenke ich, wenn nicht extra die Anweisung draufsteht, sie zu schütteln, wie zum Beispiel bei dem Nitrattest ist mal nicht abgebildet, dass man sie schütteln soll. Schwenke ich die mal grob ein bisschen durch.
und warte dann die empfohlenen 3 Minuten. So, jetzt testen wir einmal GH und KH. Die sind ja relativ einfach. Die schwenken von der Farbe her um, von, ich meine, Rot auf Grün. Und dementsprechend pro Tropfen können wir davon ausgehen, dass es ein Härtegrad ist. Dementsprechend ein Härtegrad in der Gesamthärte oder halt, wie jetzt in dem ersten Beispiel, an der Carbonathärte. Wichtig immer, zwischendrin, stellt es mal hier aufs weiße Papier, da sieht man es vielleicht besser. Ja, das sieht man gut. Rot auf Grün war beim GH. So, immer noch blau, sind wir bei 2. 3. Das schwenkt langsam. 10, 11. Jetzt wird es gelb. Ein KH von 11, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann sollte dementsprechend der GH auch ein bisschen höher sein. Dann wundert mich aber der recht niedrige Leitwert. So, da hatten wir jetzt, wo ist der KH? Den KH haben wir hier oben. Sind wir unterwegs mit 11. Damit sind wir in der Tabelle. Wir haben hier oben Empfehlungen drauf. Süßwasser, Gesellschaftsaquarium, Aquascape, Gartenteich, Meerwasser, Fischbecken und Meerwasserriff. Beim Aquascaping wären wir Tatsache drüber, dass die Empfehlung eines KHs zwischen 4 bis 10. 11, sage ich ehrlich, macht jetzt einen Bock nicht fett. Da müssen wir uns aber dementsprechend auch mal den GH zu Gemüte führen. Mal auch wieder aufs weiße Papier. Ich glaube, das behalte ich mal so bei. Damit dürftet ihr es eigentlich am besten sehen. Wenn was zu weit weg ist, werde ich im Nachhinein noch ein bisschen reinzoomen. Einmal. Zweimal. 13. Was? Könnte der nächste sein? 14. Ja, wird grün. Grün. Also GH 14. 3 höher als KH. War eigentlich so ungefähr zu erwarten. So, das tragen wir uns auch mal ein. GH haben wir unten. 14, da sind wir wieder innerhalb, weil da wäre bei Aquascaping laut Tabelle 6 bis 15. Wie gesagt, das sind nur grobe Richtwerte und hängt auch jeweilig vom Scape ab, vom Setup, wie wir das Ganze fahren. Ich gehe davon aus, dass die Steine, die Sirio-Steine, wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausgeblüht sind. Von daher, das ist alles noch in der normalen Range. So, dann gucken wir einmal bei dem pH-Test. Ich halte es jetzt so drauf, ich sage euch ehrlich und offen, ich mache seit Jahren schon nicht mehr diese Zweitreagenz zum Durchschieben. Du siehst ungefähr deinen Farbwert, ob wir da jetzt einen Unterschied von 0,05 haben, was das Wasser in der Reflexion entfernt, ist für mich persönlich nicht wichtig. Viele machen es draußen, ist auch vollkommen okay, nur dass ihr euch nicht wundert, ich halte die so drauf. So blau ist es noch nicht, also wären wir bei einem pH irgendwo hier dazwischen, also ungefähr 6,9. 6,9, das ist noch ziemlich gut für das bisschen, was an Säul in dem Becken gelandet ist. pH 6,9. So, hier haben wir eine theoretische Empfehlung von zwischen 6,4 bis 7,2. Müssen wir dann gucken, wie sich das auch mit dem CO2-Gehalt verhält. Im Moment fährt das Becken auf 20 Milligramm pro Liter, ist mit einem Dauertest eingestellt. Da ändere ich auch erstmal nichts dran. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, die Düngestoffe sind alle okay und die Pflanzen brauchen nochmal so ein bisschen Schub, dann vielleicht ja, aber wir lassen es erstmal auf 20 Milligramm pro Liter. So, als nächstes testen wir einmal, das ist hier auf der Tabelle recht schön skaliert in diese verschiedenen Blöcke. Sprich, wir haben einmal oben unsere Basismessung, dann Thema Fischsterben, haben wir Stoffe zum Beispiel Nitrit, Kupfer, O2-Gehalt, NH4, ähnliches. Und dann hier unten Algen- und Pflanzenwuchs. Das ist was, was uns jetzt eher betrifft. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo Nitrat mit dabei ist, weil Nitrat ist auch noch recht wichtig für uns. Nitrat ist unten bei Algen- und Pflanzenwuchs mit dabei, das passt ja perfekt. So, dann testen wir einmal. Wir testen Nitrat, Phosphat, Fe, Kalium, Magnesium, CO2, wie gesagt, da haben wir den Dauertest drin, da brauchen wir jetzt nicht zu checken. Und die bereite ich jetzt dementsprechend mal vor und lese mir durch, wie die funktionieren. I'm overheating.
die ersten 4 von 5 Tests habe ich jetzt mal fertig gemacht. Muss aber jetzt auch sagen, vom Aufbau her sind sie eigentlich alle relativ gleich. Als erstes können wir einmal den Magnesiumwert überprüfen. Auch hier empfiehlt sich laut Anleitung ein Zweitreagenzglas, da Testflüssigkeit 1 auch das Wasser recht stark verfärben kann. Nachdem ich aber dieses Ergebnis hier sehe und auch schon die anderen Tests sehe, weiß ich, wo das Ganze hinläuft. Und zwar fängt die Skala von relativ gelblich-orange bis rot an. Ihr seht, das sieht fast aus wie eine Urinprobe, wenn man einen halben Tag nichts getrunken hat. Also hier sind wir bei 0,0 Magnesium in dem Wasser oder zumindest so gering, dass es sich nicht messen lässt. Kramen wir hier ein, 0,0. Ja, das zieht sich so wie ein roter Faden, logischerweise, da ja in dem Becken nichts gedüngt wurde. Das Einzige, was bisher an Nährstoffen drin war, war letztendlich das, was der Soil abgegeben hat. Und das, wie heißt es, Volcano Mineral zu gewissem Maße, logischerweise, dass da jetzt nicht irgendwie Eisenvolldünger oder sonst irgendwas enthalten ist. Ja, beim FE, den haben wir einmal hier. Glasklar wie ein guter Wodka, also 0,0. Wenig überraschend. Tragen wir auch einmal hier ein, 0,0. Dann haben wir hier, ich muss echt aufpassen, dass ich die ein bisschen auseinanderhalten kann, das ist unser Phosphattest. Phosphat haben wir. War der so weit vorne? Ich glaube nicht, dass der so weit vorne war. Ich glaube, die Farbe war grün. Phosphat, zeige dich, wo bist du? Ja. Doch, grün laut Logo. Ich jetzt schon drüber. Na, da ist er doch. Ist er und sagt nichts. So, Phosphat. Dann nehmen wir einmal den Deckel ab, auch wenn man es eigentlich so schon sehen kann. Hier schlagen wir praktisch um von relativ gelblich über so, ja, türkis kann man sagen, bis hin zu dunkelblau. Der ist auch glasklar, sprich 0,0. Phosphat haben wir hier 0,0. Ich habe auch in der Zwischenzeit hier oben noch Beckenbezeichnung und Datum eingetragen, die Temperatur, also nicht, dass ihr euch wundert, dass jetzt in der Zwischenzeit oben was dazugekommen ist. Und zu guter Letzt, ich falle es auch mal auf, auch wenn wir es uns eigentlich sparen können, der Nitrattest, das überrascht mich auch nicht, gerade in Bezug aufs Thema, dass in dem Becken 0,0, da ist er doch, Algen wachsen, Nitrattest. Boah. Nicht 100% glasklar, das kann aber auch ein bisschen an dem Pulver sein, was sich nicht 100% auflöst. Ich würde sagen, so, sagen wir mal mit gut Wohlwollen, 0,2, also auch ein Hauch von nichts. Wo ist er? Nitrat ist hier 0,025. Ne, sorry, jetzt war ich falsch, 0,5, also 0,25, so rum, nicht 0,0. So fein können wir jetzt auch nicht messen. So, jetzt geht's an den Kaliumtest. Da wollte ich euch mitnehmen. Der scheint zwar recht aufwendig, scheint aber schnell zu gehen. Wir brauchen einmal ein Gefäß für 15 Milliliter. Da muss ich gerade mal eins leer machen gehen. So, einmal die 15 Milliliter vorbereitet, wobei da ist sogar ein Schwenk zu viel drin. Wir wollen es ja genau haben. Jetzt passt's. So, da soll man von Testreagenz 1 10 Tropfen reinmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Und dann Testreagenz 2, ein vorderes Löffelchen, ein großes Löffelchen, okay. Auch hier wichtig, ich habe es glaube ich letztens schon in einem Video gesagt, diese Löffelangaben sind immer glatt gestrichene Löffel, also nicht irgendwie aufgehäuft oder sonst irgendwas, sprich ein glatt gestrichener Löffel voll. So. Hoppla. Na, jetzt aber. So, das sollen wir ein bisschen durchschwenken und eine Minute warten. Und dann wird es
spannend. Das ist nämlich ein bisschen anders als bei den anderen Tests. Wir füllen so ein kleines Messröhrchen, das versteckt sich hier hinten unten drunter. Ich habe nämlich erstmal gesucht. Füllen wir, halten es praktisch auf die Skala gleich hier hinten auf das X drauf und füllen nach und nach von der Flüssigkeit hier rein. Und Sinn der Sache ist der, dass wir so lange auffüllen, bis wir praktisch dieses X, was auf der Karte ist, was wir hier sehen, nicht mehr zu erkennen ist. Und dann können wir anhand dessen, hier außen sehen wir es schon, Milligramm pro Liter, gehe ich mal von aus, ist die Kaliumangabe, können wir das Ganze hochskalieren, wie der Wert ist. Ich gehe davon aus, das wird vermutlich wie die anderen Sachen auch so ziemlich auf 0,0 rauslaufen. Also wenn ich da auch jetzt schon so reingucke, das sieht eher einfach nur milchig trüb aus. Da werde ich wahrscheinlich bis oben hin auffüllen können und das Ding zeigt mir immer noch in dem Gläschen das X an. Aber dafür machen wir es ja, dass wir einmal einen Anhaltswert für alles haben. Wenn alles auf 0 ist, ist es, finde ich, umso einfacher aufzudüngen, weil da müssen wir nicht irgendwelche Individualitäten einrechnen. Wenn jetzt mal angenommen schon ein Magnesiumwert von 20 drin wäre oder, keine Ahnung, der Nitrat wäre bei 20, dann müssten wir ja gucken, okay, dann eher Phosphat, Kalium einzeln düngern. Aber so können wir dann dementsprechend mit dem NPK-Dünger erstmal arbeiten. Gucken dann über mehrere Wochen, wie es läuft. Ist irgendwas zu hoch, wird ein Nährstoff nicht genügend verbraucht, mal angenommen Phosphat ist auf einmal dann zu hoch, dann können wir noch zurückschwenken und sagen, okay, wir tun Nitrat, Phosphat, Kalium einzeldüngen, machen dementsprechend 100% Dosis, jetzt mal als Beispiel von Nitrat und Kalium, und Phosphat tun wir dementsprechend reduzieren. So, die Minute ist rum, lang genug gelabert. So, im Moment von meiner Warte aus gut zu sehen. Ich glaube, sogar ihr seht das von hier vorne, von dem Winkel aus ein bisschen mit. Und dann füllen wir das mal langsam da rein. Milchig, aber man kann das X noch gut erkennen. Füllen wir einen guten Schwenk mehr. Das X ist immer noch zu erkennen. Es summiert sich ein bisschen, aber man erkennt es immer noch. So, jetzt ist unsere Basis, ja, bis auf den letzten Tropfen kann man sagen, leer. Wenn ich hier oben mal so reinstiehe, sehe ich immer noch das X. Und das wäre jetzt theoretisch auf dem Messröhrchen ein Wert von 2. Da es logischerweise noch zu sehen ist, müssen wir auch hier von 0,0 ausgehen. So, was habe ich denn hier? Oh, ich habe den Leitwert ins falsche Fach eingetragen. Schande über mein Haupt, das war ja gar nicht der Leitwert. Ich habe mich nur an den Werten hier mit 380 bis 400 orientiert. Das streuen wir gerade mal durch. Da haben wir 0,0. So. Ja. Sprich, wir wissen jetzt, alles, was unsere Pflanzen benötigen, ist nicht im Wasser. Glückwunsch. Ja, einige schreiben ja regelmäßig, wenn ich mal Stories oder irgendwas über das Becken poste, wie schön das aussieht und was die Hygrophila da für Farben anschlägt. Ich gehe davon aus, dass die bis dato noch, die ihre Hauptnährstoffe wirklich über die Wurzeln unten aus dem Soil, auch aus dem Volcano Mineral Powder gezogen hat, wird zumindest auch erklären, warum die Aufsitzerpflanzen wie Buscephalandras eher schon frühzeitig Mangelerscheinungen aufweisen. Die Sterogyne mittlerweile auch, die verliert Blätter, die ist hellblättrig. Das wird man auch gleich, wenn man das noch ein bisschen zurückschneiden, mehr sehen. Und ja, das heißt für uns, ich mache jetzt erstmal kurz hier klar Schiff, das braucht ihr euch nicht anzutun. Und dann gehen wir ans Becken. Da mache ich euch, denke ich, mal eine kleine Zeitrafferaufnahme wegen Rückschnitt. Da kläre ich jetzt nicht so viel zu, ihr seht es ja dann. Und ja, dann wäre praktisch nächster Step, wie düngen wir, wie passen wir die Düngung an das Ganze an.
So, damit wären wir fertig mit dem Rückschnitt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Endergebnis, vor allem, dass man jetzt auch mal wieder ein paar Busse für Landras und auch die Lagenantra sieht. Hygrophila habe ich ein, zwei Stängel wieder neu angesetzt. Ansonsten, der Rest wird wahrscheinlich über die seitlichen Stängel dann wieder ordentlich austreiben. Ich habe sie jetzt mal bis zur Mitte noch ein paar stehen lassen. Wenn ich dann stärker dünge und merke, die explodiert exorbitant, dann werde ich sie da dementsprechend auch noch ein bisschen einkürzen. Aber im Moment muss ich ehrlich sagen, gefällt es mir echt verdammt gut. Die Steurogyne kommt nur noch an sehr wenigen Stellen durch. Da bin ich mal gespannt, ob die sich nochmal aufrappelt. Und ja, diese minihaften Wurzeln außenrum, ich weiß nicht von welcher Pflanze die jetzt direkt kommen. Ich würde auch vermuten von der Hygrophila, dass sie unten durch die Steine durchwurzelt. Die habe ich so semi ausgezupft bekommen, aber ist jetzt erstmal für mich okay. Und wenn ich jetzt auch gerade so rüber gucke, die Panzerwälze stört es beim Durchwühlen des Bodengrunds überhaupt nicht. Ja, wir haben einmal hier sämtliche Dünger aufgebaut, die mir JBL zugeschickt hat. Einmal, das seht ihr relativ schwer hier hinten dran, der FE Micro Elements Plus. Dann dasselbe noch als NPK-Version, also Nitrat, Phosphat, Kaliumdünger. Das auch nochmal als einzelne Varianten und einen zusätzlichen Magnesiumdünger. Für den Anfang tue ich die erstmal beiseite, weil wir düngen als erstes einmal mit dem NPK rundum Produkt, wenn man so sagen will. Einfach aus dem Grund raus, ich will gucken, wie sich das Ganze verhält in der Beckendynamik, ob wir an irgendwas in vielleicht 3-4 Wochen wirklich einen massiven Mangel merken und dann sagen können, okay, wir müssen mehr Phosphat, mehr Kalium, was auch immer reinschaffen. Aber erstmal mit dem hier, zusätzlich noch mit dem hier und den Magnesiumdünger. Wichtig bei sowas, wenn ihr euch neue Dünger zulegt, also den FE, den hier, den hatte ich schon mal gehabt, die anderen noch nicht. Lest euch immer durch, was drin ist. Bei dem hier ist es zum Beispiel jetzt auch so, wir haben einen Minimalsanteil in dem NPK-Dünger schon an Magnesium. Das müssen wir natürlich in unserer Hochrechnung an der Dosierung erstmal mit einberechnen, auch wenn es wirklich verdammt wenig jetzt in dem Fallbeispiel ist. Auch die meisten FE-Dünger haben noch zusätzliche Nährstoffe, Spurenelemente und ähnliches. Steht meistens auf der Packung seitlich drauf oder hinten mit drin. Ja, wir haben hier bei JBL so eine schöne Skala drauf. An der kann man sich wirklich sehr gut orientieren. Was wirklich anderes steht auch nicht in der ausführlichen Anleitung, wo praktisch drauf zu sehen ist. Einmal haben wir CO2 oder kein CO2. Haben wir ein stark beleuchtetes Becken oder ein durchschnittlich beleuchtetes Becken. In dem Fall, wir haben CO2 und wir haben ein stark beleuchtetes Becken. Also wir müssen praktisch von der höchsten angegebenen Dosis ausgehen. Das Ganze wird bei den meisten Herstellern immer auf 100 Liter berechnet. Ist hier relativ einfach in dem Beispiel runterzurechnen. Da brauchen wir auch keine Wissenschaft draus zu machen. Hier wird jetzt zum Beispiel bei dem NPK und bei dem Magnesiumdünger angegeben, pro 100 Liter bei Starklicht und CO2 3 Pumphübe pro 100 Liter Wasser. So, wir haben 60 Liter hier drin, dann mache ich natürlich 2 Pumphübe rein, auch wenn es dann aus Mü berechnet 66,666 Liter sein müssten. Aber da wollen wir mal netten Herr Dr. Professor raushängen lassen. Bei dem FE gestaltet sich das Ganze in der Dosierung ein bisschen höher. Da sind wir bei 5 Pumphüben pro 100 Liter. Da kann man es aber auch dann schön runterrechnen und sagen, jo, dann sind es logischerweise 1 Pumphub a 20 Liter Wassermenge. Dann tun wir dementsprechend 3 Pumphübe rein. Ihr müsst ein bisschen aufpassen bei Becken, die sehr, sehr Hardscape-lastig sind. Bei mir ist es hart an der Grenze, weil diese ganzen Düngestoffe werden idealerweise anhand der Wassermenge berechnet. So, logischerweise, wenn ich hier jetzt ein Becken mit 60 Liter habe und habe da 20 Liter Steine drin, habe ich nicht mehr 60 Liter Wasser, sondern 40 Liter Wasser. Das sollte man gegebenenfalls auch noch mit einberechnen. Wie gesagt, das kommt aber wirklich eher bei Becken, die sehr, sehr Hardscape-lastig sind oder wo, keine Ahnung, riesen Bergaufbauten mit Säule oder ähnlichem sind. Da muss man dann wirklich ein bisschen drauf achten. Ach so, und bevor ich es vergesse, dass ich es erwähnt habe, mir kam das gerade echt spanisch vor mit dem GH und KH. Ich habe gerade nochmal den Leitwert gemessen. Ich weiß nicht, ob ich gestern einen im Tee hatte oder euch das falsche Becken genannt habe. Wir haben keinen Leitwert von 380, sondern von 580. Macht auch mehr Sinn in Bezug auf den KH und GH, nur an der Stelle nochmal zusätzlich erwähnt. Ja, wir machen unsere dementsprechende Menge Pumphübe jetzt hier rein und werden dann über mehrere Wochen beobachten, wie sich das Ganze verhält, ob irgendwelche Algen, hoffentlich nicht, wachsen und vor allen Dingen, wie auch die Pflanzen wachsen. Und ich muss mal selber auf den Schlips treten, ich glaube, ich stelle mir da einen Timer für, sonst vergesse ich es. Ich werde versuchen, relativ taggenau einmal pro Woche auf denselben Tag hin die Wasserwerte zu messen und das Ganze in die Tabelle einzutragen.
Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das ganze Endergebnis mal so in ja, irgendwas zwischen 4 bis 6 Wochen an, in der Hoffnung, dass sich hier wuchstechnisch und farbentechnisch nochmal einiges getan hat. Ja, wir machen jetzt den Dünger noch rein. So, ich habe einmal alle Dünger mit dem Pumpkopf vorbereitet. Das ist jetzt, ich sag mal, die normale Variante. Es gibt auch manchmal, da habt ihr so kleine Messbecher mit drin. Ansonsten Luxusvariante wäre über eine automatische Dosieranlage, aber macht hier für mich im Moment noch keinen Sinn. Vielleicht irgendwann, aber im Moment nicht. Ja, wichtig, gut schütteln vorher die Flaschen immer vor der Verwendung. Und was auch wichtig ist, idealerweise am Anfang der Beleuchtungsphase, sprich am Anfang des Tages zu düngen. Nicht irgendwie spät abends, nachts oder irgendwann. Müsst überlegen, dementsprechend, wenn die Lichtphase ist, können eure Pflanzen die Nährstoffe auch besser verarbeiten. Ist ja ähnlich auch wie beim CO2. Tut man im Idealfall nachts ausschalten, lässt es tagsüber laufen. Und ähnlich auch mit der Düngung verfahre ich normalerweise so, wenn dann am Anfang des Tages. Die Beleuchtungsphase geht bei mir jetzt aktuell, falls die Frage auftaucht, von so circa 10 Uhr bis 21 Uhr, muss mal gucken, ob ich das Ganze vielleicht noch ein bisschen hochfahre. Ja, jetzt haben wir einmal den NPK da von 2. Da müssen wir erstmal ein bisschen vorpumpen, bis was kommt. So, da kommt was. 1, 2. Von dem Magnesium auch 2. 1, 2. Und von dem FE Microbium Elements brauchen wir 3 Stück. 1, 2, 3. So, und das machen wir jetzt jeden Tag für die nächsten paar Wochen und gleichen zwischendrin die Werte ab. Wenn zwischendrin was passieren sollte, dass ich merke, okay, irgendwann ein Wert ist viel zu hoch oder viel zu niedrig, werde ich dementsprechend zwischendrin noch ein paar Aufnahmen machen und die werdet ihr dann in dem dazugehörigen Video dann innerhalb von ein paar Sekunden dann gleich sehen. Ansonsten war es das heute. Ja, das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil zum Thema Düngung des Büroaquariums. Ich muss ehrlich sagen, in meiner gesamten Aquaristiklaufbahn habe ich noch nie so viel Wasserwerte gemessen, hat auch noch nie so einen vervollständigten Testkoffer, muss man ehrlich dazu sagen. Und vor allen Dingen habe ich noch nie in dieser professionellen Art und Weise, wenn man das sagen darf, ich als Shrimp-Verrückter ein Aquascape betrieben und hoffe auch, dass das Ganze, so wie ich es mir anhand der Werte errechnet habe, gut aufgeht, gut funktioniert, dass wir hoffentlich keine Algenprobleme kriegen. Das ist bisher das mit Abstand algenfreiste Becken, wenn ich so sagen will, was ich hier in der Anlage hatte. Also es ist schon wirklich sehr verwunderlich, dass die Pflanzen nicht schlecht dastehen. Manche zeigen sich ja doch schon relativ farblich. Das kommt in den Aufnahmen immer ein bisschen anders rüber. Aber dass in Relation auch noch wirklich 0,0 Algen in dem Becken wachsen. Also es ist spannend und ich hoffe, ich versaus damit nicht, sage ich ganz ehrlich und offen. Ja, an der Stelle, wir sehen uns mit dem zweiten Teil, denke ich, so circa in 3 bis 4 Wochen wieder. Also vermutlich so Anfang November über den Daumen gepeilt. Dass ich euch auch wirklich Step by Step diese hoffentlich guten Ergebnisse zeigen kann, wie sich manche Pflanzen verbessert haben mit dichterem Wuchs, schöneren Farben. Vielleicht auch Sachen, die nicht funktioniert haben. Ich will ja währenddessen auch weiterhin die Tabelle vervollständigen, die Werte eintragen, im Idealfall einmal pro Woche. Ich hoffe, ich denke dran, um dann gucken zu können, wie verhält sich was, welcher Nährstoff wird in welcher Form wie viel verbraucht, um die Düngung wirklich möglichst nah an den 100% für das Becken zu vervollständigen. Ja, ich hoffe doch wirklich sehr, dass euch der erste Teil in der Form gefallen hat. Wenn jetzt in der Zwischenzeit Fragen aufkommen, gerne in die Kommentare. Das ist ja auch der Vorteil, dass es ein Zweiteiler wird. Die kann ich dann im zweiten Teil hoffentlich beantworten. Also fleißig unten reinschreiben. Ansonsten auch gerne, wie ihr eure Düngung betreibt in euren Aquascapes. Ob ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, wo ihr gesagt habt, yo, das und das steht drauf anhand der Dosis. Jetzt mal als Beispiel Nitrat oder was. Nee, ich fahre das lieber auf 50% runter. Da fahre ich besser mit. Gerne mal unten fleißig in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn euch das Video in der Form gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute. Abo, ganz wichtig, wir gehen sehr, sehr steil auf die 10.000 zu.
Ich sag mal, in 2-3 Wochen könnten wir es haben und dann gibt es auch eine Überraschung für euch. Ja, euer Nils von Schwimmpaddel. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, bis dann.